Aber ich denke mal, wir nehmen hier doch die oberste Antwort. Es war dein Recht, dein Haupt vor einem anderen zu beugen. Ich weiß jetzt, dass du nur getan hast, was du für das Beste für deinen Clan hieltest. Als Haralds Truppen sich näherten, wusste ich, dass wir uns nicht mit ihnen messen konnten. Wir waren zu ungeordnet und zu schwach. Mit einem Sohn, der nie da war, sondern in fernen Ländern plünderte und sich nicht um die Verantwortung eines Königs scherte. Welche Wahl hatte ich da, außer mich mit ihm zu verbünden? Einem Mann mit einem Heer so groß wie sein Ehrgeiz. Nida, ich tat meine Pflicht als Sohn eines Königs, um dich reich zu machen, dir Ruhm zu bringen, deinen Namen zu verbreiten. Was sollen die Menschen von Miklagard mit meinem Namen, Sigurd? Ich hätte dich hier gebraucht. Hört euch diese Meckerziege an! Ich wünsche dir Frieden auf diesem neuen Weg, den du für dich gefunden hast. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe mich dafür entschieden. Es war der einzige Weg, der nicht zu noch mehr Gewalt, Tod und Leid führte. Dein Vater hätte das verstanden. Er starb, um Ähnliches zu verhindern. Um seine Familie auf Kosten seines Rufes zu schützen. Nein. Mein Vater, er war... Er hat dich geliebt. Mehr nicht. Unfug! Ich habe genug gehört. Sigurd, von dem Tag deiner Geburt an wollte ich nichts mehr, als meinen Titel, mein Land und mein Volk an dich zu übergeben. Aber kein Jahr ist wie das nächste. Und mit der Zeit zeigte sich, dass manches unumgänglich ist. Wir waren das letzte Königreich in Nordwege, das sich Haralds Vormarsch widersetzte. Ihm zu trotzen wäre unser Tod gewesen. Das weißt du nicht. Wir hätten kämpfen können. Das hätten wir, ja. Und viele hätten im Kampf ihr Leben gelassen, nur um unseren Stolz zu wahren. Wir werden es nie mit Sicherheit wissen, weil du zu feige warst, es zu riskieren. Achte gut auf ihn, Eivor. Und führe ihn fort vom Rand des Abgrunds, wenn du kannst. Er ist mein Bruder, nicht mein Hund. Mach's gut, alter Mann, und diene deinem König ehrenvoll. Dieses traurige Kapitel wäre abgeschlossen. Ein Glück. Und nun segeln wir zu fernen Küsten, wo mein Schicksal wartet. Meine Bestimmung. Das Ende meiner Reise. Ich folge dir in dieser Welt, soweit du willst, Bruder. Doch wenn dich dein Weg darüber hinausführt, überlege ich es mir vielleicht anders. Das glaube ich nicht, Eivor. Ich glaube, du wirst staunen über das, was ich dir zeigen werde. Denkst du an deinen Vater? Keineswegs. Ich dachte nur an meine Visionen. Ich bestaune, wie klar sie sind. Wie Erinnerungen an den gestrigen Tag. Beschreib sie mir, deine Visionen. In der ersten sah ich eine große Tür, umgeben von Eis, nördlich von Hördafylki. Der Sagenstein war in den Türbogen eingefasst. Als die Vision deutlicher wurde, öffnete sich die Tür und gab viele Dinge preis. Den Lebensbaum Yggdrasil und die goldenen Felder Valhalls. Und unsere Götter, die mich Freund, Bruder und Krieger nannten. Ich fühlte mich heimisch unter ihnen. Ihre Liebe wärmte mich. Du solltest wissen, dass du nicht allein damit bist. Auch ich hatte Visionen. Hattest du? Und was hast du gesehen? Schwer zu sagen. Ich sah, wie Odin mich in den Schatten führte. Und ich sah Spinnerinnen, die aus Blut sehen, Schicksale woben. Ich sah den riesigen Fenriswolf, die Zweige des Weltenbaums. Und ein Mann mit... Sprich weiter. Valkar warnte mich vor einem großen Verrat. Doch in welcher Form, das kann ich nicht sagen. Ich verstehe. Ich halte meine Schwüre, das weißt du. Verrat
liegt nicht in meiner Natur. Natürlich nicht. Du bist standfest wie eine Säule aus Stein. Komm, mein Schicksal erwartet mich. Somit auch unsers. Unser Schicksal. Auf den Schwanenweg. So, die Frage, ne? Wir müssen da nach Norden. Also raus. Genau, und dann nach oben. Fegel setzen. Die Töchter Aegirs segnen unsere Überfahrt. Ja, wir gleiten mit einer großen Ruhe über die Wellen. Was ist mit dem Elfenkönig Elfrid? Wie weit hast du ihn getrieben? Verbiegt er sich? Wird er brechen? Gudrums Heer jagt ihn gerade vermutlich durch Westsexe. Mit etwas Glück treibt der Elfrid bis ins Meer. Seltsam, wie fern mir diese weltlichen Belange erscheinen. Aber wir haben in Englerland so viel erreicht. Und uns erwartet noch so viel mehr. Die Christen sind nur schwerlich Feinde. Sie glauben an einen Mann da oben. Einen, der mit seiner Axt über uns allen steht. Das ist ein starker Antrieb. Wir haben unsere eigene Axt. Und schlagen... Diese Frau, Fulke, während meiner Zeit mit ihr, so schmerzhaft sie auch war, zeigte sie mir Dinge. Dinge, die so seltsam und wunderbar waren, dass ich ihr fast für ihren Verrat danke. Was sie dir angetan hat, war über alle Maßen grausam. Mit jedem Schlag des Flegels, mit jeder Narbe, mit dem Verlust meines Arms, wurden meine Visionen stärker. Wenn du da... Sie war so wahnsinnig, wie das Meer weit ist. Selbst die Wahnsinnigen besitzen Weisheit. Ihr ja. Jesus war ein komischer Kerl. Nun liebt ihn die halbe Welt. Und an uns glaubte auch niemand, als wir jung waren und unter den Tischen in den Methallen unsere Pläne schmiedeten. Nicht einmal mein Vater. Das ist der Sigurd, den ich kenne. Können wir nicht nach Englerland zurückkehren und beenden, was wir angefangen haben? Nein, vergiss das alles. Die Zukunft liegt vor uns. Großer Reichtum erwartet uns. Ich stehe an deiner Seite, Bruder. Bis zum Ende. Wir haben aber schon sehr viel in England erreicht. Von dem her, wir haben nur noch das Gebiet auf der Karte hier, ne? Mehr nicht. Das war's. Ende aus. Schon. Es ist sehr schön hier. Ne? Draußen ist. Was ist? Wie viel Grad ist draußen? Aktuell 22 Grad. Wir müssen weiter! Kennst du die Richtung? Wie mich selbst! Wir schneiden durch dieses Winterkleid wie ein Schwert durch Stroh! Keine Sorge! Wir wären die Schande des Clans, wenn wir an diesem einsamen Fjord sterben würden. Ach, das wären wir! Naja, so schlimm ist es jetzt nur nicht, ne? Es ist mal schön, ein bisschen Schnee zu haben, ne? Oh. Ich dachte, wir sinken jetzt ein, aber so ist es nicht. So. Ja, hier sind wir richtig. Eivor, wir gehen weiter. Ihr anderen wartet hier. Dem Bruder zum Schutze. Neuer Quest, neuer Tag, neues Glück. Mir nach! Tiefer ins Königreich des Schnees! Sigurd, können wir den Sturm nicht abwarten? Ah, das Brennen von Eis auf der Haut. Genieße es, Eivor. Wir wandeln auf den Pfaden der Götter. Und wohin? Zu Meergletschern und Schneewüsten? Zum Ruhm! Können wir nicht warten, bis das Tosen nachlässt? Auf dem Schiff, wo wir Met und Essen haben, um uns warm zu halten. Nein! Wir müssen uns den Vorboten stellen und die Götter ehren! Sie werden nicht zu uns kommen! Wir müssen zu ihnen! Wir wären keine gute Gesellschaft mit Eisklumpen in den Augenhöhlen und gefrorenen Knochen.
Fürchte die Kälte nicht, Eivor. Wo wir hingehen, können uns Wind und Schnee nichts anhaben. Interessante Wortwahl. Kann uns das wirklich nichts anhaben? Ja, aber hier möchte ich auch mal gerne Urlaub machen, ne? Also Urlaub ist hier auf jeden Fall gut gegeben. Oh, ist das kalt. Wie der Wind aus Helheim. Halte durch! Es sollte nicht mehr weit sein! 5 Tage später, wir sind da! So. Noch klettern da, armer Mann, oh je. Wo ist hier Licht? Hier muss es sein! Ich kenne die Form dieser Steine! Ja, wir sind ganz nah! Das hoffe ich, um meiner gefrorenen Finger willen. Ja, dann packst sie ein. Aber hier ist auch irgendwie so ein Geist oder so, oder? Keine Ahnung. Wir schauen mal, wenn es dann soweit ist. Da. Der gefrorene See. Das muss es sein. Und da vorne ist eine Höhle. Willst du mir nicht sagen, wohin all das führt? Das wirst du früh genug sehen. Aber zu spät umzukehren, fürchte ich. Da. Die Höhle. In ihr verbirgt sich die geheime Pforte. Ah, aber wo ist denn die Höhle hier? Das sieht was, was ich nicht sehe. Das war mal ein Wasserfall oder sowas in der Art, ne? Oh. Das Eis ist dünn. Kannst du es zerbrechen? Ja, geht. Hier mal wiederum Wasser. Heißt, es ist nicht mehr gefroren, arschkalt. Mein Herz rast. Das ist es. Götter, diese Tür. Hast du sie schon einmal gesehen? Diese Lücke. Dort war der Sagenstein, nicht wahr? Ja, vor langer, langer Zeit. Nun tritt zurück. Svachoi nobrat unschmembro, trurvon di quorde, un solas fras, chnogadide, umsum huchas reis dedai, chasa umsi. Wie hast du das gemacht? Woher kennst du diese Worte? Eivor, ich sagte dir doch, dass meine Visionen Erinnerungen aus einem früheren Leben sind. Komm! Götter, was ist das für ein Ort? Vor allem ganz im Norden hier, ne? Das Zentrum der Macht oder sowas in der Art. Nein, aber wäre schon cool. Komm hierher. Diese Platte führt uns weiter. Ich frage mich, ob die nicht uns in den Tod stürzt. Zu den goldenen Feldern. Nach Valhall. Dieses Gefährt. Haben die Zwerge es gefertigt? Es ist wahrlich ein Meisterstück. Selbst Gunnar hätte es nicht besser machen können.